Hallo, wir wollen heute diese Schere machen. Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei Gabeln und einen Haken. Zuerst setzt ihr eure beiden Gabeln so zusammen. Entweder ihr umwickelt sie mit einem Gummi oder ihr könnt sie auch umkleben, so dass sie festhalten. Wir wollen beginnen und es geht los mit unserem Griff. Wir machen zuerst die erste Hälfte der Schere. Ich benutze hierfür grün. Ihr nehmt euch einen grünen Gummi und diesen spannt ihr über die rechten beiden Zacken von vorn nach hinten und verdreht ihn dabei zu einer 8. Ab jetzt werden immer zwei Gummibänder benutzt. Nehmt euch zwei, spannt diese von den vordersten beiden Zacken auf die gegenüberliegenden beiden. Wenn ihr das habt, nehmt ihr euch euren Haken und hebt nun den untersten einzelnen Gummi darüber. Den untersten einzelnen nehmen und darüber heben. Auf beiden Seiten. Und dann schaut es so aus. Jetzt nehmt ihr wieder zwei Gummibänder und spannt diese auch wieder über von den vordersten zwei Zacken auf die hintersten beiden. Ab jetzt hebt ihr immer die untersten zwei Gummibänder darüber. Nehmt sie euch und darüber heben. Auch wieder auf beiden Seiten. Das Ganze machen wir jetzt noch 13 Mal. Immer zwei Gummibänder von den vordersten beiden Zacken auf die hintersten beiden und die untersten beiden darüber heben. Und jetzt noch 12 Mal. Wenn ihr das Ganze jetzt noch 12 Mal gemacht habt, könnt ihr auch nochmal nachzählen. Insgesamt sollten jetzt 15 solche Stücke zu sehen sein. Plus das gezählt, was auf eurer Gabel noch darauf ist. Wenn ihr das Ganze 15 Mal habt, wollen wir nun das Anfangsstück mit auf unsere Gabeln bringen. Dafür wollen wir das vorderste Stück, diesen Kreis, den Anfang. Diesen bringen wir nun zuerst auf unsere vorderste Gabel. Auf beide Zacken. Dann zieht ihr das Ganze nach hinten und bringt es auf die anderen beiden. Macht es schön langsam, dass euch der Gummi nicht reißt. Nun hebt ihr wieder die untersten beiden Gummibänder darüber auf beiden Seiten. Jetzt nehmt ihr noch einmal zwei grüne Gummibänder, spannt diese wieder von vorn nach hinten und hebt die untersten beiden auch wieder darüber. Und schon hätten wir unseren ersten Griff. Weiter geht es nun mit Weiß. Ihr nehmt euch wieder
immer zwei Weise. Dieser wieder von den vordersten beiden Zacken auf die hintersten beiden. Und einfach weitermachen wie gehabt, die untersten beiden immer darüber heben. Das Ganze macht ihr jetzt noch 8 Mal. Immer 2 Gummis über die Zacken und die untersten beiden darüber heben. Wenn ihr das Ganze noch 8 Mal gemacht habt, nehmt ihr nun die vordersten beiden Gummis herunter und bringt sie auf die gegenüberliegende Gabel. Haltet mit eurem Finger das Stück fest und nun hebt ihr das ganze Stück ab. Geht mit den Haken hinter die ganzen Gummis, hebt es herunter, Gabeln beiseite, nehmt euch einen weißen und diesen ziehen wir nun da durch. Durchziehen, bringt alles auf euren Haken, die vorderste Schlaufe durch die hinterste hindurchziehen und den Gummi festziehen. Und somit hätten wir unser erstes Stück. Jetzt machen wir unser zweites. Nehmt wieder einen grünen. Dieser wird zuerst wieder über Kreuz gespannt, dann 2 grüne, beide darüber bringen. Und den untersten darüber heben. Und jetzt das Ganze wieder 14 Mal, immer 2 grüne darüber bringen. Und die untersten beiden darüber heben. Jetzt noch 13 Mal. Wenn ihr das habt, bringen wir wieder unser Anfangsstück auf die Gabeln. Zuerst wieder auf die vorderste und auf die hinterste ziehen. Dann heben wir wieder die untersten beiden Gummis darüber. Nun wollen wir unser Stück miteinander verbinden. Dafür braucht ihr jetzt das zweite. Dreht eure Gabeln so, dass das Stück nach rechts zeigt. Und nun wollen wir dieses letzte grüne Stück, bevor unser Weiß beginnt, mit auf die Zacken bringen. Das müssen wir auch wieder vorsichtig machen. Zuerst auf die vordersten beiden Zacken. Passt auf, dass ihr alle Gummibänder erwischt. Und nun müssen wir das Ganze nach hinten ziehen, auf die hintersten beiden. So. Wenn ihr das habt, heben wir wieder die untersten beiden Gummibänder darüber. Da
darüber heben. Nun geht es normal mit Weiß weiter. Wieder zwei Weiße. Von vorn nach hinten spannen und diese untersten Gummibänder darüber heben. Das geht ein wenig straffer. So. Ihr könnt auch alles jetzt auf die Innenseite legen. Und nun machen wir noch 14 Mal mit Weiß. Und nun machen wir noch 8 Mal mit Weiß. Immer von vorn nach hinten. Und untersten drüber heben. Jetzt noch 7 Mal. Wenn ihr das habt, wieder die vordersten beiden auf die Gabel gegenüberlegen und alles abheben, herunterbringen. Gabeln beiseite legen, wieder einen weißen und diesen dahin durchziehen. Die vorderste Schlaufe wieder durch die hinterste ziehen und den Gummi festziehen. Und fertig ist unsere Schere. Jetzt zum Schluss müssen wir noch die obersten beiden Gummibänder noch verstecken. Dafür einfach durch ein paar Gummibänder hindurchgehen und den Gummi nach unten durchziehen. So lange, bis er ausreichend versteckt ist. Beiden Seiten. Noch schön in Form bringen. Und fertig ist unsere Schere. Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!